Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, heute haben wir schöne Dinge vor. Als erstes ist unser Kupfer fertig geworden, was wir letztes Mal noch gemacht haben. Dann können wir uns endlich ein besseres Schwert leisten. Ein Langschwert mit 8 Kupferbahnen. Her damit. Und ich hoffe, das geht nicht sofort kaputt, weil wir brauchen ganz viel Brightcore, um das zu machen. Am Kupfererz scheitert es nicht, aber am Brightcore. So, können wir das im Essenztisch benutzen? Ja, eine starke aus Spitzhacke, ne, hier. Ah, und dann können wir entweder Schaden-Essenz drauf anwirken oder Haltbarkeit-Essenz. Das wäre mir wichtiger. Da braucht man Rohrbernstein und Granittafeln auf die Suche danach. Muss hier irgendwo rumliegen. Rohen Bernstein habe ich vorhin schon irgendwo gesehen. Vor der Folge schaue ich immer mal, wo ich mein Zeug gelassen habe, dass ich nicht komplett planlos bin. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Creeper. Ist ja falsches Spiel, aber trotzdem so grün. Ach, das hat nostalgische Erinnerungen geweckt. Eine Himbeere. Kann ich die nicht reintun? Na gut, aber wir haben hier schon mal Biomasse. Die würde ich auch mal nehmen. Alles nehmen, alles nehmen. Biomasse, hallo? Neues Rezept? Nö, anscheinend nicht. Okay, müssen wir mal schauen, was wir da machen. Und jetzt habe ich es wieder vergessen. Wir brauchen rohen Bernstein und... Was war das und? Granittafeln. Gerade auf ein Stück Stein gesehen und dann fiel es mir wieder ein. Wo habe ich denn meine Granittafeln? Granit habe ich auf jeden Fall, dann... Können Tafeln auch gemacht werden. Explosionskerne braucht man auch. Biomasse geht mal da rein. Erde auch. Glas auch. Sand auch. Eine einzelne Himbeere kommt auf den Stack. Das sieht ja jetzt schon wieder viel besser aus. Keine Granittafeln. Mensch, was mache ich denn hier? Jetzt überhaupt Granit mitgenommen? Ja. Damit lassen sich doch ganz leicht Tafeln machen. Sollten sich hier drin keine verstecken? Nö. Faszinierend. Sollte echt mal meine Dorfbewohner dazu benutzen. Welche Maschine war das, die da? Ressourcen zu sammeln, das wäre sehr hilfreich gewesen. Dann können die in diese fiesen Minen gehen und mir Brightcore holen. So, das braucht jetzt ein bisschen, bevor wir das reintun können. Können wir davor was anderes drauf anwenden? Kondition. Nee, braucht man nicht. Haltbarkeit-Essenz. Ja, Granittafel 10 Stück nur. Und hier Schaden-Essenz. Das können wir doch einmal drauf anwenden. Ruhr-Rubin. Shit, roh. Jetzt habe ich alle ein... Oh, kann ich das rückgängig machen? Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das braucht einen geschliffenen. Anscheinend nicht. Wer lesen kann, ist im Vorteil. Liest das immer so schön. Und das ist jetzt doof für mich. Aber gut für uns später, falls wir das mal brauchen. Dann, was machen wir dann? Das ist eine gute Frage. Die 10 Stück sind gleich fertig. Unser Auto verbrennt hoffentlich gerade nichts von der schönen Energie, während es steht. Ja, das sieht noch ganz in Ordnung aus. Weil dann müssen wir auf jeden Fall in die Wüste, um mehr Brightcore zu holen. Aber erst, wenn das Schwert hier verzaubert ist. Wir haben erst 3. Das heißt, es dauert ein bisschen lange. In der Zwischenzeit haben wir doch da ein wunderschönes Haus, das... darauf wartet, aufgebaut zu werden, dann macht man das kurz. Das ist auch nicht ultra riesig, das wird relativ fix gehen. Ich denke, das ist schon mehr als genug Holz im Inventar. Wir schauen einfach mal, wie weit wir damit kommen. So, die kleinen... Nur eine davon? Ne, 3 Stück davon. Sehe ich gerade nicht. Starte mit dem Bauen, das wollte ich doch so. Charlie. Geh da weg, Charlie. Du stehst mir immer im Weg beim Bauen und beim Meinen und generell bei allem. Ach, da kommt hin. Wird schon besser, wenn er hier mich mal Bodenplatten platzieren lässt, dann wird es nicht mehr so störend. So, was haben wir dann? Eine Tür kommt sofort. Schöne Doppelfensterhälfte. Das muss wahrscheinlich hier hin. Dann Balken und ja, Pfeiler jeglicher Form. Na, da snappt der eine hin, da der andere und die 2 Eckelemente, die ich immer noch richtig geil finde. Schön, dass es die gibt hier im Lego-Universum.
Ich hoffe, die gibt es auch im richtigen Lego und nicht nur hier im Spiel, weil die sind echt praktisch. So, Fenster klein, Fenster mittel. So, und wieder so ein sehr schönes Haus. Ich glaube, davon haben wir dann 2 oder 3 Stück schon. Dann können wir echt mal den Bums da hinten abreißen. Die Anfangsgebäude, die hier das Ambiente ein bisschen doch ruinieren. Muss ich sagen, dass die nicht so gut aussehen. Haben sie von Anfang an. Ich hätte mal vielleicht direkt selber was bauen sollen. Ah, das war so schön praktisch. Die hat man ja einfach aus dem Handgelenk schütteln können. So, da kommt das hin. Wo willst du hin? Willst du irgendwo hin? Nein? Doch. Man muss nur höflich nachfragen, dann ergibt sich das meiste von selbst. So, da sehe ich einen. Dann muss da der andere sein. Noch ein Fenster. Noch ein Fenster. Und jetzt brauche ich eine offene Tür. Weiß nicht, ob ich es bräuchte, aber es ist vielleicht ein bisschen leichter, die hier von außen zu setzen. Kann Charlie auch wieder mithelfen. So, einmal. Anderthalb Mal und 2 Mal. So, Wandelement, Veranda-Element, ganz, ganz wichtig. Na, auch das hätte ich noch auf der anderen Seite machen können. Naja, man lernt dazu. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch Treppen hinbauen, sonst müssen die Leute ja immer ins Haus springen. Das können wir ihnen ja nicht zumuten. So, 1, 2, 3, 4... 8 von 19 schon abgeschlossen. Das geht ja rasend schnell. So. Na? Ach, das muss ich wieder von außen wahrscheinlich irgendwo hinfriemeln. Ja. Das finde ich noch ein bisschen. Ich bräuchte so ein Hilfsgerüst und das würde ich mir ungern jedes Mal bauen. Das hätte ich auch gern als ein Stück, ähnlich wie ein Satisfactory, dass man so einen Beobachtungsturm hinbauen kann. Dass man die Sachen auch von oben sieht. Das wäre ganz praktisch gewesen. So, oder dass man das Dach zuerst sieht und dann den Zwischenboden, das wird ja auch gehen. Ja gut, wäre zwar ein bisschen unrealistisch, aber im Spiel wäre das ja egal. Ich glaube, die haben sich was dabei gedacht. Jetzt musste ich aber lang suchen, bis ich rausgefunden habe, dass die diese Dachseite wollten. Aber es geht voran. Das letzte Element ist hier. Dann wird es wieder spannend, wie wir das ganz oben machen. Aber ich glaube, das kommt jetzt erstmal nicht, sondern jo, hier erstmal die Außenseite. Und du wolltest wahrscheinlich direkt daneben. So wird auch ein Schuh draus. Obwohl ich eigentlich ein Haus bauen wollte. Schon merkwürdig, wie das manchmal ist. Und Dachelement. Sehr gut. Das kriegt man auch noch irgendwie hin. Oh, ich glaube, ich habe viel zu viel Holz mit ins Inventar gepackt. So, da. Und da. Dann müssen noch hier diese 2 Dachsegmente wahrscheinlich zum Schluss drauf. Aber erstmal soll man das hier irgendwie hinbekommen. Das geht gerade noch so. Oh, geht eigentlich relativ gut noch. Und... Wahrscheinlich von der Seite da innen, ja. Ein Lümmel sehe ich da schon. Halbwegs. Mal besser umpositionieren. Oh, aber ganz knapp ging das. Dann den hoch und den hoch. Der kommt an die Seite. Und das ist wieder schön einfach hier. Und das war schon Stufe 17 von 19. Ich habe eine Ahnung, wo es weitergeht. Ja, wird ja jetzt auch angezeigt. So, einmal und 2 Mal. Und jetzt diese ganzen Dachelemente, die irgendwie... Da passt eins hin, da passt überraschenderweise eins hin. Eins davon. Ich habe schon wieder Hunger. Wie kann denn das sein? 9. Dacht, geh so ein kurzes dahin. Na, anscheinend. Müssen wir gleich was spachteln, aber erstmal bauen wir hier schön fertig. Und abgeschlossen.
Was habe ich denn? Ah, ich habe doch die ganzen Himbeeren zum Fressen mitgenommen. Habe ich ja schon auch ausgerüstet. Weiß nicht, warum ich dafür meinen Schraubenschlüssel halten muss, aber ich habe mich dazu entschieden und jetzt ist es so. Ah, geht gleich wieder die Sonne unter. Dann wollte ich noch mal was ausprobieren. Ach, ich bin ja schon satt. Manchmal merke ich das nicht. Wir haben hier schöne Außenlampen. Kosten natürlich auch Brightcore und ein Kupfer, also gar nicht so billig. Aber vielleicht kann man damit was machen. Ein anderes Objekt ist im Weg. Warum denn das? Ich will die doch einfach außen hin machen. Ja, an die Teile finde ich es nicht schön. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Okay, das geht. Und die Helligkeit ist ja miserabel. Da kann ich auch einfach Fackeln ausstellen. Ah, sieht cool aus. Also daran scheitert es nicht. An der gesamten Helligkeitsstufe irgendwie so. Dann tauscht man die wieder zurück. Inzwischen sind auf jeden Fall die Steinplatten fertig. Da bin ich komplett überzeugt von. Da wir nachher nochmal in die Wüste tuckern mit unserem schönen Auto, würde ich sagen, wir brauchen ein bisschen Fleisch für unterwegs. Macht einfach so schön satt und ist gut fürs Herz. Zumindest hier in der Lego-Welt. In der realen nicht unbedingt. So, nehmen und verzaubern. Dieses Schwert auf Haltbarkeit. Und da können wir jetzt sogar das zweimal machen. Und... hui. Sehr gut. Und gleich nochmal. Und die nächste macht man dann Schaden. So, dann hoffe ich, dass das Teil aber ordentlich hält, was es verspricht. War nämlich sauteuer. So, Holz können wir eventuell wieder zurücklegen. Aber nicht alles. Bisschen was nehmen wir mit. Das kommt ausnahmsweise mal da rein. Das nehmen wir mit. Kupferbahnen waren teuer. Ausnahmsweise da rein. Langschwert da unten hin. Oh. Hau ihm aufs Maul, Charlie. Das machst du gut. Ich geb dir aber was. Ja, hier nimm. Nicht das gute Schwert, sondern mein Langschwert. Nicht zu danken. Jetzt kannst du wieder schön Skelette kloppen. Wie kommt ihr hierher? Ich will eigentlich jetzt nicht auf die Billo-Skelette hauen mit meinem guten Schwert. Mach mal's doch lieber so. Dann muss ich mir aber praktisch noch ein anderes machen. Also ein anderes billiges, damit wir weiter auf Skelette eindreschen können. Erstens lassen die dann schöne Knochen fallen und lernen es hoffentlich irgendwann, mich nicht anzugehen. So, Himbeeren nehmen wir natürlich auch mit. Aber was ist da denn? Was hat da denn Schaden genommen? Meine Wand? Wie das? Ah, hat sich repariert. Na gut. Stimmt, da war ja was, dass das auch irgendwie geht. Aber ist schön, dass ich da nicht manuell nachflicken muss, so wie das in Valheim ist. Obwohl in Valheim ist das eigentlich ganz cool gelöst. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, was mir mehr gefällt. Langschwert, Knorren, Wurzelstäbe. Haben wir sogar. Ja, mit dem Schwert. Nicht die Spitzhacke, das Schwert. Was mache ich denn wieder für Mist? So, Energiezelle. 50 Biomasse, seid ihr bescheuert? Ich habe doch so viel reingetan und habe nur 3 bekommen. Okay, das ist eine Ansage vom Spiel. Spitzhacke, die können wir auch mal mitnehmen. Gute Hammer noch, aber auch nicht mehr so viel. Ja, Schubsaft bringt da nichts. Also nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Wäre cool, wäre das einfach der Treibstoff fürs Auto gewesen. Ich kann aber auch verstehen, dass es anders gemacht haben. So, hier haben wir Stein in rauen Mengen. Schauen wir mal, was haben wir für Lagermöglichkeiten. Riesige Truhe. Die braucht Obsidian-Tafel und Kupferbahn. Sieht aber fancy aus. Schauen wir mal, ob wir noch 4 Kupferbahnen haben. Vielleicht waren es nur 3. Ah, das sind Kupfer. Ich habe doch beim Holz die reingelegt und ich wette, es waren nur noch 3, weil ich die scheiß Lampe gemacht habe. Na gut, wir brauchen Brightcore. Nein, lass doch das Schaf in Ruhe. Seit wann gehen Skelette auf Schafe? Naja, vielleicht hat das Schaf ja das Skelett dermaßen provoziert, dass es nicht anders ging. Was machen wir denn? Waldachs nehmen wir mit. So, das kommt da rein.
Obsidian-Tafel. Ja, hätte ich den Stein auch hier rein tun können. Naja, man lernt immer dazu. So, die kommen da rein, die verschießt man, das passt da oben. Der Schraubenschlüssel muss ich nicht wirklich mitführen, das ist nur Inventarverschwendung im Moment. Dann machen wir das nicht, dann lassen wir den da. Spitzhacke muss auch nach unten. Armbrust. Okay. Die Axt bleibt erstmal oben. Spitzhacke Ersatz. Schaufel kann da bleiben. Wir brauchen aktuell keinen Sand. Einfache Holzstiebe braucht man jetzt auch eigentlich nicht mit uns führen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir wieder mal ordentlich Inventarplatz. Da passen doch einige Brightcores rein. So, dann schauen wir mal auf die Map. Wie kommen wir am besten zur Wüste, indem wir die Straße einfach langfahren? Und es wird wieder hell. Ist das wunderbar. Charlie kommt nicht mit rein. Das kennen wir ja schon. Und ich muss in die richtige Richtung fahren. Und hoffe, dass mein Auto aushält. Mit der einen Energiezelle. Ui, da liegt ein Stück Fleisch. Nein, kann ich echt nicht aus dem Auto rauslooten. Das finde ich schade. Das hätten sie ruhig einbauen können. Ah, ich bin mir sicher, das kommt irgendwann noch, wenn sich genügend Leute wie ich beschweren. Vorsicht, Schaf! Nicht überfahren werden. Also ich hätte gern Nitro oder Lachgaseinspritzung, weil das ist ein bisschen langsam, da laufe ich ja fast schneller. Also es ist cool, dass es überhaupt geht. Vielleicht gibt es irgendwann auch noch so radioaktiven, uranbetriebenen Sprit. Da... Nein, du willst doch nicht mein Auto angreifen. Hui, ich kann ausweichen. Irgendwie. Genau, so radioaktiven Boost-Energiezellen, die dann richtig schnell funktionieren. Aus der Bahn. Roadkill. Na gut. Ich glaube, hier hätte ich nach rechts gemusst. Haben die mich so irritiert? Oder muss ich da hinten nach rechts? Nee. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Oh, kein Roadkill. Schade. Es wäre eine praktische Waffe, so ein Auto. Vor allem hier in der Lego-Welt. Das hätte man doch richtig cool machen können. Naja, vielleicht wollen sie es sehr kinderfreundlich halten. Obwohl ich kenne Spiele, die ja auch eher Kinder als Audience, als Zielgruppe haben und dann auch ein bisschen brutaler sind. Zum Beispiel Flatout war so, dass man, gut, da konnte man auch nicht über Zivilisten und Mobs fahren, sondern nur andere Autos kaputt machen. Muss ich mal nachdenken. Zur Not sage ich einfach GTA. Oh, Sandwölfe brauchen wir hier nicht. Verschwinde! Oh, Charlie kümmert sich um ihn. Das ist doch ein treuer Begleiter. Wenn er nicht direkt wieder vor irgendwas springt. Und da haben wir eine Höhle, aber ich glaube, das war nicht die gute, sondern die gute war hier links. Nee, sehe ich gerade nicht. Na, dann geh mal zu der Höhle da vorne. Wenn sie so praktisch am Wegesrand liegt, warum nicht? Dann können wir eigentlich, wenn wir genügend Holz haben, auch den kleinen Trick anwenden. Das bleibt stehen, wunderbar. Dass wir einfach uns hier ein Bett machen. Wohl Trick kann man das nicht nennen, aber es ist praktisch, weil ich bestimmt auf die Fresse kriege. Dann spawnen wir direkt hier. Ja, ist schon mein Spawnpunkt. Wunderbar. Dann hoffe ich auch, dass das die Höhle war mit dem Brightcore. Mir ist brandheiß. Dagegen habe ich nichts mitgenommen. Das heißt nochmal Kommando zurück. So ein Mist. Und diesmal dachte ich, ich wäre vorbereitet. Es war auf jeden Fall die richtige Höhle. Es war nur der falsche Zeitpunkt. Das Auto lass mal kurz hier. Wie gesagt, ich glaube, wir sind schneller, wenn wir einfach kurz zurückdackeln. Vielleicht nehmen wir auch, dass es nicht ganz umsonst war, ein bisschen was von diesem wertvollen Kakteenfleisch mit. Von diesem Hartholz, Weichholz, was auch immer. C-Holz, das war's. Komischer Name dafür. Und dass Kakteen so hart sind, hatte ich eigentlich nicht im Kopf. Hui. Ah, da müssen wir eigentlich mehr in Dynamit investieren. Dann können wir einfach in so ein Kakteenfeld so ein schönes Fass werfen. Und dann meint sich das ja von selbst. Das wäre ja viel praktischer, als dass ich das hier völlig manuell machen muss. Nein, nicht fallen. Oh. Okay, hat geklappt. Nichts passiert.
Hühnchen. Habt ihr Federn für mich, wenn ich euch streichel? Nee, ihr kackt dann nur, oder? Ja, dafür. Ah, Eier gibt's auch. Natürlich. Eier habt ihr ja auch. Ja, wunderbar. Kühe. Oh, Kühe braucht man. Für die Schneebären braucht man Milch, dass wir so einen Schneebären-Shake bekommen. Das ist richtig genial gegen die Kälte. Ja, her mit deinem Eutersaft. Und bei dir auch. Ja, da freust du dich und da freue ich mich auch. So, ist echt schneller als mit dem Auto. Ist eigentlich schade. Ich habe gesehen, es gibt auch ein neues Auto. Das ist so ein ganz kleines Quad. Das könnte man auch bauen. Und bis zum nächsten Mal oder übernächsten Mal schaue ich mir mal an, wie man denn selber diese Plattform wirklich verwendet, dass wir unser eigenes Auto machen können. Oh, ich hatte keine Energie. Da sollte man nicht in den Fluss springen. So, jetzt geht's mir wieder gut. Dann können wir. Und da sind Feinde gespawnt. Charlie, komm rüber. Die wollen auf die Schnauze. Ich habe auch eine Armbrust. Bam. Was, wer ist denn das Pfannkuchengesicht da gewesen? Aha. Charlie, ich habe dich gerettet. Das rechnest du mir hoffentlich hoch an. Was haben wir hier? Ein Pfeil, den nehme ich doch gleich an mich. Dann haben wir hier noch einen Pfeil, den ich verschossen habe. Noch ein Pfeil. Da ging ja fast alles daneben. Egal. So, hoffentlich was Gutes drin. So ein Schleudertraumasaft. Nee, gibt's hier nicht. Schade. Ich hätte gedacht, hier gibt's Energiezellen. Ja, Wolle. Und das andere Gedöns braucht man nicht. Ranken auch. Wir brauchen ein bisschen Platz im Inventar. Lohnt sich nicht, jetzt alles mitzunehmen. Ja gut. Auf zum Schneebieren-Shake. Herstellungsgerät. Ich glaube, ich weiß, wo es steht. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Na komm, lauf schon. Nein, ich habe wieder so ein Ding. Oh, das ist ein Riesendino. Ich mach mal den mal platt. Wir haben ein gutes Schwert. Wir spawnen gerade aber in der Wüste, dann würde ich den Spawnpunkt nochmal kurz ändern. Dann nehmen wir das Dynamit mit und dann hauen wir dem Dino mal auf die Fresse. Das würde ich nämlich auch gerne noch schaffen. Allein ist das immer so eine Sache. Vielleicht sollte man Charlie auch dann eine Armbrust geben. Ach was, der respawnt ja nach einer gewissen Zeit. So viel Unterstützung braucht er nicht. Also, Schneebieren als erstes. Schneebiere, Milchhammer, wunderbar. Können wir zwei Shakes machen, glaube ich. Oder ein, dann wie crafte ich Dynamit? Ich habe schon wieder Hunger, wie kann denn das sein? Himbeeren halten halt nicht so lange, her damit. Ja, aber zumindest kann man die richtig schnell essen. Na? Teilweise unterschiedlich, wie lange ich gedrückt halten kann, dass da noch was kommt. Plus 10 Herzchen durchs Brot, das braucht man, wenn man mit dem Dino kämpfen. Und Dynamit. Wo habe ich noch ungeschliffenen Bernstein? Nein. Rubin meinte ich natürlich. Nee, habe ich nicht. Ritterschild. Ja, wäre vielleicht auch praktisch. Wir schauen jetzt erstmal. Vielleicht Explosionskern. Ja, Mais kommt jetzt ausnahmsweise mal da rein. Hätte auch einfach den hier reintun können. Hätte sogar noch mehr gebracht. Dynamit haben wir 9 Stück. Müsste ich rausfinden, wie man mehr Dynamit macht. Ist schon lang, lang her, seitdem ich das mal gewusst habe. Ach, irgendeine Bank wird's richten. Hier, Schneebieren-Shake. Wunderbar, kann man 2 machen. Leider nur 2. Und dann Dynamit, Dynamit, Dynamit. Nicht hier. Greifer. Oh, ein Enterhaken. Schieß ein Pömpel ab und ziehe dich zu deinem Ziel. 3 Kupferbahnen, die Hammer. Und Seil braucht man 10. Seilhammer 1. Aus was macht man Seil? Aus Seide, meiner Meinung nach. Dynamit nehmen wir noch mit. Oder aus Ranken. Spinnrad ist, glaube ich, oben. Da ist sogar noch in der Seilerei 8 Stück drin. Das heißt, wir müssen nur einmal kurz warten. Ja, kann alles rein. Kann alles rein. So, ein Stück braucht man. Kupferbahn braucht man 3. Die haben wir draußen.
So. 10 Seil passt. Ich will meinen Interhaken. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wieder richtig viel los heute. Irgendwas habe ich noch gebraucht, aber das habe ich tatsächlich wieder vergessen. Hatte ich ja dabei. Wunderbar. Oh, das hat auch eine Haltbarkeit. Das ist schade. Aber. Hui! Hui! Das ist geil. Und 28 Mal hält er noch. Das ist ein bisschen schade, dass der so eine enge Haltbarkeit hat. Könnte man natürlich auch verzaubern. So, jetzt lasst uns kurz mal hier den Spawnpunkt festlegen. In einem beliebigen Bett. In dem noch keiner schläft. Du. Ja. Gutes Nächtle. Dann müsste man natürlich nicht alles mitnehmen, weil wir eventuell draufgehen. So, das kommt da rein. Kann doch einfach E drücken. Ist doch viel leichter. Schneebären auf jeden Fall hier. Krallen sind mir egal. Baguette werde ich davor einspachteln. Den Greifer lassen wir auch mal hier. Und das Dynamit kommt da unten hin. Und dann wollen wir ihn mal auf die Fresse hauen. Oder wollen auf die Fresse bekommen. Das weiß ich eben noch nicht. Das finden wir ja zusammen raus. Deswegen sind wir hier. Wenn das überhaupt ein Dino ist. Es hat sich so angehört, aber wer weiß es schon. Vielleicht war es hier nur ein sehr bissiger Wolf. Dann gehen wir halt auf Dino-Suche heute. Und machen nächstes Mal das mit... Na, da ist er. So. Eine Fackel geworfen. Komm schon, geh hoch. Boah. Das Dynamit reicht ja kaum. Nein! Bleib mal stehen, Kollege. Das gibt's doch nicht. Oder kann ich das länger in der Hand halten? Ich habe fast alles an Dynamit verschwendet. Boah. Und Spaghetti wollt ihr auch noch fressen. Komm schon, kann man die nicht backen. Na, das hat doch mal geschadet. Hat er Schwachpunkte da, wo er leuchtet? Oder heißt es nur, dass er giftig ist? Hau doch nicht ab. Ich weiß trotzdem nicht, wie man den besiegen soll. So viel Dynamit verschwendet. Kaum noch Pfeile. Hätte man mehr Pfeile, hätte man ihn aber mit der Armbrust gut gelegt. Komm schon. Komm schon, das geht gut. Nein! Ich würde gerne Baguette fressen. Das habe ich vergessen. So. Ich dachte, ich krieg... Achso, ich krieg keine Herzchen dazu. Das füllt nur 10 Herzchen auf. Also natürlich Pech für mich. Boah! Charlie, komm zurück! Wir brauchen Prügelknecht! Charlie, bist du da unten? Nein! Her mit dem nächsten Baguette. Nein! Ich hätte lieber ausweichen sollen. Den kriegt man noch. Wir sind ganz in der Nähe. Hoffentlich hat er nicht hochgeheilt. Komm, das war so knapp. Weg, 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 weg. Beweg dich, du Faulpilz. Wir müssen kämpfen. Wir müssen siegen. Nicht, dass der sich schon wieder erholt hat, HP-mäßig. Machen ja viele Bosse, aber so dämlich... Dann weiche ich doch lieber in Sicherheit aus und sollte es mitnehmen. Mensch, manchmal mache ich Kacke. Nein, ist er jetzt ganz weg? Komm, wo ist er? Scheiße.
Das Spiel hat ihn wohl weggenommen, weil wir ihn nicht besiegt haben. Das war diesmal so knapp. Ich nehme gleich mal mein Baguette. Oh, das ist jetzt bitter. Aber den nächsten kriegen wir. Wir haben mehr Pfeile. Dynamit hat gar nicht so viel gebracht, weil ich nicht getroffen habe. Schade. Schade, schade. Schade, Marmelade. Oh nee. Na gut, dann würde ich aber sagen, auf diesen enttäuschenden Punkt war's das schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal.